Was geht YouTube und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es darum, ich habe gestern eine Person so gesehen kennengelernt, und zwar eigentlich sogar mehrere schon, also so eine kleine Crew und dann nochmal ein paar andere so. Ne, auf jeden Fall war da so ein Junge, kurze Real-Life-Story, ja. Ne, also kurz nochmal für Anfang jetzt, bevor ich jetzt mit irgendeinem Kack anfange. Ne, gestern war das Kontra-K-Konzert, wo ich natürlich mit dabei war. Richtig starkes Konzert, das war jetzt mein erstes Konzert, also Musikkonzert, wo ich mit dabei war. Und wirklich, fürs erste Konzert, wirklich, ich will auch wieder, auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Das war dermaßen geil. Zuerst das Dame auf, also zuerst war so kleiner, wie kann man nennen, DJ, war zuerst am Anfang, danach kam Dame, hat schon mal ein bisschen Stimmung gemacht, so, dass wir schon mal gehypt sind, hatte schon dermaßen Gänsehaut, weil ich feier Dame dermaßen, deswegen habe ich mich auch schon auf dieses Konzert gefreut. Ich höre schon allgemein jetzt schon wieder in der Früh, ich bin echt immer noch dermaßen gehypt, weil das Konzert, das war einfach zu krass, was ich für Leute kennengelernt habe, und allgemein, das war einfach krank. Ich werde jetzt auch keine Videos oder Bilder reinschicken, weil ich weiß jetzt nicht, ob die meistens wollen oder allgemein wegen Rechte und so. Eigentlich sollte man auch bei Konzerten, also natürlich darf man Videos und so weiter machen, aber für sich selber aber nicht auf YouTube hochladen, weil es gibt Leute, die wollen es einfach nicht auf YouTube gezeigt zu werden. Das verstehen manche nicht. Die laden es einfach hoch und danach müssen die auch mit den Konsequenzen legen, dass sie einen Strike oder so bekommen. Deswegen lade ich da nichts hoch. Wenn dann nur auf Insta oder irgendwie so ein Bild. Genau, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass ich da nichts hochladen werde. Aber wie gesagt, das war einfach zu krass, dieses Konzert. Jetzt komme ich zu der Geschichte. Und zwar, ganz normal, Dame hat gespielt und sonst noch was. Voll gehypt und so. Danach sind wir so hinter wieder in die Ecke, weil es vorne alles rappelvoll voller Leuten und haben gefeiert, alles Mögliche. Ja, saßen wir jetzt hinten, wollten erstmal schauen. Ja, dann war leider Dame wieder weg, weil musste er weiter natürlich. Und danach kam der nächste DJ, danach wieder alles so, ja okay, jetzt hat es wieder Essenspause so ungefähr. Genau, danach ging es schon langsam los. Alle voll gespannt, die auf der Bühne sang Kontra und sonst noch was. Ja, alle voll gespannt und danach, wirklich. Ich danke nochmal an meinen lieben Freund Daniel, der, weil ich hatte natürlich kein von den Handys dabei, weil beide Akkus leer waren, wo ich mir denke. Aber einen lieben Dank, Daniel, danke erstmal, dass du gefilmt hast. Allgemein, das, ich habe jetzt wenigstens Videos auch noch, so die ich auf Instagram hochladen kann. Das ist einfach zu geil. Wirklich, ich hatte dermaßen Gänsehaut und sonst noch was. War einfach so schön dort. Ich war ja natürlich mit meiner Schwester und von meiner Schwester im Freund. Sagen wir, ich kann ihn schon fast als Bruder sehen, weil wir. Weiß nicht, er ist immer für mich da allgemein, also es ist schon krass, was da abgegangen ist. Nee, aber auf jeden Fall, soll ich jetzt auch mal langsam zum Punkt kommen, nee. Dann auf jeden Fall hat Kontra gespielt und sonst noch war alle über am Feiern, Reihe war noch voller als bei Dame und sonst noch war es, ja okay, es war ja eigentlich auch der Grund, warum alle da waren wegen Kontra K. Aber trotzdem war es auch schön, dass Dame dabei war. Würde mich natürlich freuen, wenn es auch nur ein Konzert für Dame ist. So Anfang zuerst Kontra K und danach Dame natürlich. So, das wäre auch so geil. Nee, war mal was Neues. Ja, und genau, saßen wir halt dort hinten, so ganz hinten. Ja, danach kam so einer zu mir. Sein Name ist Max. Leider habe ich ihn am Schluss nicht mehr gesehen. Ich wollte eigentlich noch Nummer oder so austauschen, weil es echt lieb von war und alles. Nee, man. Ich wissen ja noch, ich muss ja noch derzeit im Rollstuhl hocken und so weiter, wenn ich wohin gehe oder allgemein oder halt mit Krücken laufen, aber wie gesagt, es ging 8 Stunden allgemein und da kann ich nicht lange mit den Krücken einfach stehen bleiben, ne? Deswegen habe ich mir einen Rollstuhl mitgenommen, aber konnte halt absolut ab und zu mal ausstehen, weil nur hocken ist ja auch doof. Ja, danach kam der liebe Max zu mir, das wusste er ja nicht, dachte mir, was will er jetzt von mir und so, hat mich halt so ein bisschen angesprochen und so weiter, ja, wie ich heiße und wie alt ich bin und wie es mir so gefällt und warum ich hier bin und so, und ich so, ja, wegen Dame, also ich habe mich halt dermaßen auf Dame gefreut, weil ich echt dermaßen Fan von Dame bin, ich habe Dame jetzt schon sehr, sehr lange, aber von Kontra K natürlich auch, also das war einfach cool, dass beide aufgetreten sind.
deswegen, weil meine Schwester hat ja auch die Karten zuerst besorgt, nur wegen Dame eigentlich. Aber da wir danach auf Contra K Hype auch noch gekommen sind, da ist es einfach zu krank. Ja, dann hat er mit mir so geredet und danach auf einmal sagt er so, ja okay, versuch irgendwas zu machen. Also er hat's wirklich versucht irgendwie, dass er Dame zu mir holt, ist zur Security gegangen. Da haben die auf einmal so mit dem Mikrofon geredet und sonst was, haben auf mich gezeigt und so. Ich dachte zuerst, der hat irgendeine Scheiße jetzt über mich gesagt. Er hat so gesagt, sorry, nochmal dafür, ne? Aber wie gesagt, du warst für mich neu und so weiter. Und da habe ich jetzt nicht gewusst, hey, wieso zeigen die jetzt auf mich? Und danach kommen so drei Securities. Oder zwei waren es, zwei, drei, auf jeden Fall sowas. Er kommt dann so zu mir und sagen, mitkommen. Und danach kam Max eben wieder zu mir und hat gesagt, ja komm, wir gehen jetzt mal mit. Aber leider, das mit Dame konnte ich dir jetzt nicht erfüllen, aber das andere hoffe ich, dass es dir trotzdem gefällt. Ja, und auf einmal fahren wir dort hinterher. Ja, Security, so bitte alle auf Seite, bitte auf Seite. So wirklich, dachte mir, lol, was jetzt? Das war einfach zu krank. Die haben irgendwie so auf mich aufgepasst, so mäßig. Danach, die meisten waren so auf einer Zweitbühne, kann man sagen. Ja, bitte runtergehen und so. Da waren natürlich auch noch anderes Mädchen im Rollstuhl. Hoffentlich geht's dir auch. Also, wenn du das Video auch natürlich siehst, hoffentlich geht's dir auch bald besser. Nee, und danach sind wir so auf die Tribüne und danach wirklich super Ausblick, sonst noch was. Natürlich, die Kinder sollten auch drauf bleiben auf der Tribüne, weil die sonst nichts sehen konnten. Das fand ich auch sehr schön. Ja, und echt danke erstmal dafür. Wenn er auf jeden Fall bitte teilt das Video überall wirklich, teilt es wirklich. Ich will diesen Jungen irgendwie nochmal ausfinden und nochmal danke an ihn. Ich sag's jetzt auch nochmal hier im Video. Danke nochmal für alles. Auch dass du mir so geholfen hast und sowas gemacht hast. Also es gibt sehr viele Leute, die sowas nicht machen. Ich glaube, du hast da auch gearbeitet. Weiß ich jetzt nicht ganz, aber du hattest auf jeden Fall gute Kommunikation. Ja, das ist genau. Danke dafür. Nee, aber echt, das war einfach zu krass, dieses Konzert. Ich bin immer noch am Lächeln, hab Gänsehaut wie sonst noch eine. Das war einfach dermaßen geil. Alle, die bei diesem Konzert auch mit dabei waren, wissen, was ich meine, natürlich mit dieser Gänsehaut und sonst noch was. War einfach zu krank. Und wirklich danke nochmal an die Leute, die ich auch neu kennengelernt habe. Wenn ihr auch natürlich das Video seht, jetzt ganz am Schluss, sind ja nochmal Personen hergekommen, die natürlich Mädchen, die, wenn kleiner als ich waren, habe ich auch gesagt, die sollen bitte vorgehen, weil sonst sehen die eben nichts. Die sollen ja etwas vom Konzert aus sehen und so. Haben wir uns auch so mit denen ein bisschen angefreundet und von meiner Schwester, ihrem Freund, hat auch so Facebook-Dingens umgetauscht und genau auf jeden Fall. Wenn nochmal Contra K oder irgendwie bei euch jetzt dann vor der Tür steht, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, dort auch mit vorbeizuschauen, weil es war echt zu krank. Und genau, auf jeden Fall bitte das Video teilen, weil ich will diesem Jungen nochmal Danke sagen, also auch nochmal in Real Life allgemein. Und das wäre echt eine Unterstützung für mich, wenn ihr es natürlich teilt und einen Daumen nach oben lasst. Weil umso weiter ihr es teilt, umso weiter die Aufrufe sind, umso weiter geht das Video auch um, wisst ihr, wie ich meine. Und die Welt ist ja eben nicht so groß, man sieht sich natürlich jedes Mal ein zweites Mal. Das müsst ihr auch immer verstehen. Aber diesen Jungen den will ich auf jeden Fall so schnell wie möglich nochmal sehen, um nochmal Danke zu sagen für alles. Weil er hat uns dort vorgebracht und das war einfach zu krass. Ihr wisst gar nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn einfach mal vor euch 2 bis 3 Security stehen und euch den Weg frei machen. Ihr wisst gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Das war einfach zu geil. Oh Mann. Nee, aber wenn euch das Video natürlich gefallen hat, lasst natürlich auch eine positive Bewertung. Das sollte jetzt nur ein kleines Info-Video werden. Oder Info kann man nicht sagen. Wie gesagt, ich würde ihn halt schon wieder gerne sehen. Den Max. Und genau, ich weiß halt auch nur, dass er leider Max heißt. Und mehr weiß ich leider auch nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass er das Video noch sieht. Und genau. Danach würde ich jetzt mal nur noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbei. Dame und Contra
Contra K. Ey, Jungs, was ist los? Kaum bin ich bei Kammer auf dem Konzert, kann ich überhaupt nichts mehr aussprechen, wirklich. Hab gestern so geschrien und sonst noch was. Ey, oh, bruh. Nee, auf jeden Fall sind unten verlinkt. Schaut auch sehr gerne bei dem vorbei. Vielleicht, wenn ihr die jetzt nicht so mögt und vielleicht doch mal ein bisschen reinhört und danach vielleicht auch so irgendein Lied so gefällt und danach denkt, eigentlich kann man ihn doch feiern. Genau, könnt ihr sehr gerne supporten. Ansonsten würde ich nur noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.